Dies passierte erst kürzlich. Um die 3 Wochen zuvor traf ich mich mit 3 Freunden eines Abends in einem Einkaufszentrum. Wir hatten Spaß, TikTok-Videos zu posten. Dann fing einer meiner Freunde an zu lachen. Ich fragte sie, worüber sie lachte. Sie meinte, ein Typ hinter uns starrte mich unentwegt an. Als ich mich umdrehte, beobachtete mich irgendein älterer Kerl. Er trug eine schwarze Sonnenbrille, eine Cap und einen alten Adidas-Anzug mit Stiefeln und einen ekelhaften Bart. Meine Freunde fanden es mega witzig, aber ich fand es merkwürdig. Dann sagte einer meiner Freunde, dass sie glaubt, er wohnte in ihrer Straße, einige Häuser entfernt. Sie sagte, er folge sogar ihrem TikTok. In dem Moment nahm ich schnell mein Handy raus und checkte, ob er mir folgte. Das tat er auch. Ich musste ihn blockieren, weil er seltsam wirkte. Wir wollten zu McDonald's, bevor wir nach Hause gingen, und ich bekam von irgendwem eine Nachricht auf TikTok. Es war der Kerl, der mir folgte. Sein Name war Greg und er schrieb, wieso hast du mich blockiert? Mit 2 Emojis. Eines war ein weinendes Gesicht, das andere ein wütendes. Er hatte tatsächlich an dem Tag im Einkaufszentrum einen neuen Account erstellt. Ich blockierte diesen Account ebenfalls, in der Hoffnung, das würde es beenden. Ich erwähnte es meinen Freunden gegenüber nicht, da sie nur lachen würden. In dieser Nacht blieb ich lange wach und hatte Netflix im Hintergrund laufen, während ich mit meinen Freunden auf Facebook chattete und durch mein TikTok scrollte. Ich ging ins Bad und als ich zurückkam, hatte ich 3 Nachrichten von meinen Freunden. Alle sagten dasselbe. So etwas wie, wer ist in deinem Zimmer? Und was ist das mit deinem neuen Post? Ich fragte sie, worüber sie sprachen, und sie meinten, ich soll mein TikTok überprüfen, was ich auch tat. Es war ein Video meines Schlafzimmers. Es war ein Video von jemandem, der mein Handy aufhob und in meinem Schlafzimmer aufnahm. In dem Moment hörte ich ein Knarren. Dann hörte ich eine Männerstimme sagen, sorry, bitte schrei nicht. Ich drehte mich um, meine Schranktür war leicht geöffnet. Ich fing an zu schreien, als derselbe Kerl, der uns gefolgt war, versuchte, meinen Mund zuzuhalten. Gott sei Dank schrie ich laut genug, dass meine Eltern es hörten. Sie kamen nach oben und mein Vater warf den Kerl zu Boden. Die Polizei wurde gerufen und er verhaftet. Wir wurden informiert, dass er direkt gestand, von Stalking bis hin zu Einbruch. Einer meiner Freunde meinte, würde ich mir meine alten TikTok-Posts aus dem Einkaufszentrum noch einmal ansehen, so wäre Greg in fast jedem Bild irgendwo im Hintergrund zu sehen. Ich weiß noch nicht, was mit Greg passiert, aber ich hoffe, er wird uns nie wieder zu nahe kommen.